Tommy Schneller, Saxophonist und Sänger der Tommy Schneller Band. Zur Musik bin ich gekommen schon im Kindesalter. Musikalische Früherziehung, wie das sich in einem guten Haushalt gehört. Die Kinder wurden zur musikalischen Früherziehung geschickt. Dann wurde ich zum Geigenunterricht angemeldet, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Nach 6 Wochen lag die Fiedel in der Ecke und der Geigenlehrer hat meinen Eltern empfohlen, der Junge braucht ein Blasinstrument. In Osnabrück gibt es eine sehr, sehr gute Blues-Szene. Es gibt eine regelmäßige Session-Tradition immer montags seit 1986. Und da bin ich eigentlich als junger Typ von Anfang an dabei gewesen und da einfach in diese Musikwelt reingerutscht. Es war nicht geplant, es hat sich so ergeben. Wurde wieder von Henrik Freischlader produziert. Henrik und ich haben ja schon damals bei Five Live zusammengespielt und kennen uns einige Jahre und kennen uns vor allen Dingen relativ gut. Und der Henrik bekommt es immer hin, dass er mich in eine Richtung drängt, wo er weiß, dass ich mich zu Hause fühle. Ob das jetzt Soul, funkig, bluesig ist, spielt eigentlich keine Rolle, aber er hat immer ein gutes Händchen zu führen. Die neue Platte unterscheidet sich zu Smiling for a Reason, dass noch mehr Fokus auf die Bläser gelegt wurde. Es sind mehr funky Passagen drin mit Hornpower als auf der Smiling for a Reason. Ain't no mistake, 'cause I hold out for the babe to take the cake. When I look for loving, I aim for the top. I want the cream of the crop. Im März 2014 werden wir das neue Album live vorstellen. Wer zu unseren Konzerten kommt, muss damit rechnen, dass er den Hintern in Bewegung kriegt und ein bisschen tanzt und möglicherweise auch noch richtig was zu lachen hat und Spaß hat. Darauf kommt es mir an. Also nicht vergessen, ab dem 5. März 2014 ist die Tommy Schneller Band mit neuem Album auf Tour. Ich freue mich auf euch. Just get down, 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 down. Keine Ahnung. Er hat gesagt, ich soll singen.